Aber ich habe das, glaube ich, auch damals einem Arbeitskollege erzählt. Und der hat mich dann gefragt, wieso esst ihr denn Schweinefleisch? Und dann habe ich auch gesagt, naja, weil wir das so kannten. Und irgendwann haben wir dann mal, sind wir dann einfach mal umgestiegen auf Steak. Und von dem Moment an war das mein Land. Boah, hat das gut geschmeckt. Ist wie ja heute noch. Moin, moin. Manu, meine Engelchen, komm runter. Okay, Conny, ich komme. Moin, moin und Aloha bei Reimanns Live. Aloha! Oder moin moin! Willkommen bei den Reimanns auf dem neuen YouTube-Kanal. Genau. Ja, uns werden ja immer ganz viele Fragen gestellt und wir picken uns ja dann auch immer eine raus. Und heute haben wir uns entschieden, darüber zu erzählen, über unsere Lieblingsessen. Was ist denn dein Lieblingsessen? Also mein Lieblingsessen, also in Deutschland war das natürlich völlig wurscht. Wir hatten damals auch sehr viel gegrillt. Allerdings hatten wir damals immer nur eine Nackencarbonade gehabt und noch ein paar Würstchen. Und als wir dann hier nach Amerika gegangen sind, hatten wir überlegt, gut, wir kannten nur den Walmart. Und da sind wir beide zum Walmart gegangen und dann haben wir verzweifelt versucht, Nackencarbonade zu finden oder wie das überhaupt heißt. Und das ist eben halt so, in Amerika wird mehr Steak gegessen als Schweinefleisch. Dann haben wir das ausprobiert mit so einer Nackencarbonade. Irgendwie hat es zwar funktioniert, aber ich habe das, glaube ich, auch damals einem Arbeitskollege erzählt. Und der hat mich dann gefragt, wieso esst ihr denn Schweinefleisch? Und dann habe ich auch gesagt, naja, weil wir das so kannten. Und irgendwann haben wir dann mal, sind wir dann einfach mal umgestiegen auf Steak. Und von dem Moment an war das mein Land. Boah, hat das gut geschmeckt. Ist wie also, heute noch. Das Lieblingsessen, was wir so hier haben. Bratkartoffeln. Bratkartoffeln. Essen wir beide gerne. Sehr gerne. Vor allen Dingen, ich habe rausgefunden, wir machen ja unser eigenes Kokosnussöl hier. Ne? Wir machen das mit frischen Kartoffeln. Hohe Kartoffeln, ja. Und jetzt mit Kokosnussöl hat einen wesentlich höheren Siedepunkt als alle anderen Öle zusammen. Das heißt, das geht dann, wenn du einen schönen großen Brenner hast, ne, dann das geht unglaublich schnell. Da musst du tatsächlich dabei stehen. Dann, ich meine, wir machen immer eine riesen Portion, also 5, 6 Pfund Kartoffeln hauen wir immer da rein. Und ich weiß gar nicht, das dauert 5 Minuten und dann musst du schon wieder umdrehen und dann musst du schon wieder die ganzen Zwiebeln dazuhauen und dann hast du in 10 Minuten deine Bratkartoffeln, die sind fertig. Ne? Also das geht eben halt nur mit unseren Kokosnussöl. Also wir essen sehr gerne Bratkartoffeln. Wir essen auch wirklich dann nur die Bratkartoffeln. Ja, ohne was dazu. Also ja, mit Zwiebeln, aber sonst kommt da nichts rein. Nee. Ja. Und ansonsten glaube ich alles so, was in Deutschland auch ist. Ne? Also ich esse gerne frischen Fisch, aber das eigentlich auch erst, seitdem wir hier auf Hawaii sind. Ich habe das erste Mal hier Poke probiert, da war ich noch sehr skeptisch. Weißt du, da unten bei den... Ich weiß, da war unsere Maklerin noch mit dabei. Und dann so, Conny, probier das mal. Ich so, oh, ein Fisch, um Gottes Willen. Dann habe ich das probiert. Das ist, irgendwie gefiel mir das aber nicht so ganz so richtig. Und dann haben wir durch Zufall jetzt mal hier unten bei uns, bei unseren Höger hier, da gab es Poke, also das ist ja so eine kleine Stücke von Thunfisch, kleine Würfel. Und da gab es da verschiedene Marinaden zu. Da gibt es welche, die sind scharf, mit scharfen Soße, dann mit vielen Kräuter. Und da habe ich dann das erste Mal denn diesen Hawaiian-Style, der richtig spicy ist, probiert. Und seitdem ist das also gar nicht mehr wegzudenken aus unserer Küche. Ich mache mir inzwischen mein eigenes Poke mit meiner Steaksoße. Das ist also fester Bestandteil. Aber sonst hat sich unsere Ernährung also gar nicht so sehr geändert. Gut, wir essen sehr bewusst. Ja, aber ich meine, ich esse natürlich gerne mal was Süßes. Also ich esse auch ganz gerne mal Schokolade. Ich bin ja so ein kleiner Schokoholik und
Kuchen kann ich auch nie nein sagen. Da habe ich jetzt natürlich immer ein bisschen die etwas gesündere Variante, die ich ja immer backe. Anstatt Weizenmehl, Mandelmehl, anstatt den normalen Zucker nehme ich eben halt so Birkenzucker und Kokosnussöl anstatt Butter. Aber Kuchen kann ich halt nicht wegdenken. Also wir verzichten grundsätzlich auf irgendwelche Sachen, die aus der Fritteuse kommen. Mm. Und versuchen uns das zu ernähren, was aus dem Garten kommt. Und wir gehen ganz selten mal essen. Ich weiß, einmal im Monat gehen wir zum Essen, wenn wir vielleicht Freunde haben. Mm. Aber sonst machen wir grundsätzlich unser Essen selber. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du wirklich dann in die Küche gehst und mit wenigen Handgriffen was Leckeres zurechtzauberst. Das ist ja gar kein Hexenwerk. Da hast du ein paar Gewürze, machst hier was rein, da was rein, guckst, was im Kühlschrank ist, und da was raus und fertig ist er. Viertelstunde. Ja. Dann haben wir was Leckeres auf dem Teller, ne? Na, wenn wir unterwegs sind in Hotels und sowas, dann essen wir halt schon Frühstück und dann esse ich eigentlich auch mal Eier. Aber zu Hause essen wir eigentlich immer nur Obst. Ja, das sind unsere Lieblingsessen. Mhm. Viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Als nächstes müssen wir noch mal, wie soll ich das jetzt erklären? Trockenautomat. Ein Trockenautomat, also ein Behälter, da ziehe ich ein Vakuum rein, dann wird das gefriergetrocknet. Ich bin der Kältefuzzi, ne? Dann wird das gefriergetrocknet. Und dann können wir auch unsere ganzen Bananenchips da rein tun. Weil Erwin mag ja so gerne Bananenchips. Ja, ne? Der ist ja ganz wild drauf. Ja. Und das Gleiche, das können wir dann auch mit den Kokosnussflocken machen. Mhm. Dann ziehen wir auch das Wasser raus und dann können wir die haltbar machen. Mhm. Dann können wir da auch als Snack benutzen. Obst auch? Ja. Dann würde ich sagen, wenn ihr noch mehr Geschichten von uns hören wollt. Ne? Ja, wenn euch irgendwas interessiert, was wir erzählen sollen, dann schreibt das einfach in den Kommentaren. Und wir freuen uns auch über einen Like-Klick. Dann wissen wir, dass euch das Ganze auch gefällt, was wir hier so erzählen. Und ihr könnt uns auch abonnieren, dann seid ihr immer auf den Laufenden. Also bis dahin. Moin. Aloha und tschüss, viele Grüße. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sabbelstunde mit Mann und Conny. Jawohl.